Elfter Gesang. Isegrim klagte, der Wolf, und sprach: Ihr werdet verstehen, Reineke, gnädiger König, so wie er immer ein Schalk war, bleibt er es auch und steht und redet schändliche Dinge, mein Geschlecht zu beschimpfen und mich. So hat er mir immer, meinem Weib noch mehr, empfindliche Schande bereitet. So bewog er sie einst in einem Teiche zu warten, durch den Morast, und hatte versprochen, sie solle des Tages viele Fische gewinnen. Sie habe den Schwanz nur ins Wasser einzutauchen und hängen zu lassen. Es würden die Fische fest sich beißen. Sie könne selb Wirt nicht alle verzehren. Wartend kam sie darauf und schwimmend gegen das Ende, gegen den Zapfen. Da hatte das Wasser sich tiefer gesammelt, und er hieß sie den Schwanz ins Wasser hängen. Die Kälte gegen Abend war groß, und grimmig begann es zu frieren, dass sie fast nicht länger sich hielt. So war auch in kurzem ihr der Schwanz ins Eis gefroren. Sie konnt ihn nicht regen, glaubte, die Fische wären so schwer, es wäre gelungen. Reineke merkt es, der schändliche Dieb. Und was er getrieben, darf ich nicht sagen. Er kam und übermannte sie leider. Von der Stelle soll er mir nicht. Es kostet der Frevel einen von beiden, wie ihr uns seht, noch heute das Leben. Denn er schwätzt sich nicht durch. Ich hab ihn selber betroffen über der Tat. Mich führte der Zufall am Hügel den Weg her. Laut um Hilfe hörte ich sie schreien, die arme Betrogene. Fest im Eise stand sie gefangen und konnte ihm nicht wehren. Und ich kam und musste mit eigenen Augen das alles sehen. Ein Wunder, fürwahr, dass mir das Herz nicht gebrochen. Reineke, rief ich, was tust du? Er hörte mich kommen und eilte seine Straße. Da ging ich hinzu mit traurigem Herzen, musste warten und frieren im kalten Wasser und konnte nur mit Mühe das Eis zerbrechen, mein Weib zu erlösen. Ach, es ging nicht glücklich vonstatten. Sie zerrte gewaltig, und es blieb ihr ein Viertel des Schwanzes im Eise gefangen. Jammernd klagte sie laut und viel. Das hörten die Bauern, kamen hervor und spürten uns aus und riefen einander. Hitzig liefen sie über den Damm mit Piken und Äxten. Mit dem Rocken kamen die Weiber und lärmten gewaltig. Fangt sie, schlagt nur und werft. So riefen sie gegeneinander. Angst wie damals empfand ich noch nie. Das gleiche bekennet Giermund auch. Wir retten kaum mit Mühe das Leben. Liefen, es rauchte das Fell. Da kam ein Bube gelaufen, ein vertrackter Geselle, mit einer Pike bewaffnet, leicht zu Fuße. Stach er nach uns und drängt uns gewaltig. Wäre die Nacht nicht gekommen, wir hätten das Leben gelassen. Und die Weiber riefen noch immer, die Hexen, wir hätten ihre Schafe gefressen, sie hätten uns gerne getroffen. Schimpften und schmähten hinter uns drein. Wir wandten uns aber von dem Lande wieder zum Wasser und schlupften behende zwischen die Binsen. Da trauten die Bauern nicht weiter zu folgen, denn es war dunkel geworden. Sie machten sich wieder nach Hause. Knapp entkamen wir so. Ihr seht, gnädiger König, Überwältigung, Mord, und Verrat, von solchen Verbrechen ist die Rede. Die werdet ihr streng, mein König, bestrafen. Als der König die Klage vernommen, versetzte er: Es werde rechtlich hierüber erkannt. Doch lasst uns Reineken hören. Reineke sprach: Verhielt es sich also, würde die Sache wenig Ehre mir bringen, und Gott bewahre mich gnädig, dass man es fände, wie er erzählt. Doch will ich nicht leugnen, dass ich sie Fische fangen gelehrt
und auch ihr die beste Straße zu Wasser zu kommen und sie dem Teiche gewiesen. Aber sie lief so gierig danach, sobald sie nur Fische nennen gehört, und Weg und Maß und Lehre vergaß sie. Blieb sie fest im Eise befroren, so hat sie freilich viel zu lange gesessen. Denn hätte sie zeitig gezogen, hätte sie Fische genug zum köstlichen Mahle gefangen. Allzu große Begierde wird immer schädlich. Gewöhnt sich ungenügsam das Herz, so muss es vieles vermissen. Wer den Geist der Gierigkeit hat, er lebt nur in Sorgen. Niemand sättigt ihn. Frau Giermund hat es erfahren, dass sie im Eise befror. Sie denkt nun meiner Bemühung schlecht. Das habe ich davon, dass ich ihr redlich geholfen. Denn ich schob und wollt mit allen Kräften sie heben. Doch sie war mir zu schwer. Und über dieser Bemühung traf mich Isegrim an, der längs dem Ufer daherging. Stand droben und rief und fluchte grimmig herunter. Ja, fürwahr, ich erschrak, den schönen Segen zu hören. Eins und zwei und dreimal warf er die grässlichsten Flüche über mich her und schrie, vom wilden Zorne getrieben. Und ich dachte, du machst dich davon und wartest nicht länger. Besser laufen als faulen. Ich hatte es eben getroffen, denn er hätte mich damals zerrissen. Und wenn es begegnet, dass zwei Hunde sich beißen um einen Knochen, da muss wohl einer verlieren. So schien mir auch da das Beste geraten, seinem Zorn zu entweichen und seinem verwirrenden Gemüte. Grimmig war er. Und bleibt es. Wie kann er's leugnen? Befraget seine Frau. Was hab ich mit ihm, dem Lügner, zu schaffen? Denn sobald er sein Weib im Eise befroren bemerkte, flucht und schalt er gewaltig und kam und half ihr entkommen. Machten die Bauern sich hinter sie her, so war es zum Besten. Denn so kam ihr Blut in Bewegung. Sie froren nicht länger. Was ist weiter zu sagen? Es ist ein schlechtes Benehmen, wer sein eigenes Weib mit solchen Lügen beschimpft. Fragt sie selber, da steht sie. Und hätte er die Wahrheit gesprochen, würde sie selber zu klagen und nicht fehlen. Indessen erbitt ich eine Woche mir Frist, mit meinen Freunden zu sprechen, was für Antwort dem Wolf und seiner Klage gebühret. Giermund sagte darauf, »In eurem Treiben und Wesen ist nur Schalkheit. Wir wissen es wohl, und Lügen und Trügen, Büberei, Täuschung und Trotz. Wer euren verfänglichen Reden glaubt, wird sicher am Ende beschädigt. Immer gebraucht ihr lose, verworrene Worte. So hab ich's am Borne gefunden, denn zwei Eimer hingen daran. Ihr hattet in einen, weiß ich warum, euch gesetzt und wart herniedergefahren. Nun vermochtet ihr nicht, euch selber wieder zu heben, und ihr klaget gewaltig. Des Morgens kam ich zum Brunnen, fragte, wer bracht euch herein? Ihr sagtet, kommt ihr doch eben, liebe Gevatterin, recht, ich gönn euch jeglichen Vorteil. Steigt in den Eimer da droben, so fahrt ihr hernieder und esset hier an Fischen euch satt. Ich war zum Unglück gekommen, denn ich glaubte es. Ihr schwurt noch dazu. Ihr hättet so viele Fische verzehrt, es schmerzt euch der Leib. Ich ließ mich betören, dumm wie ich war, und stieg in den Eimer. Da ging er hernieder, und der andere wieder herauf. Ihr kamt mir entgegen. Wunderlich schien mir es zu sein. Ich fragte voller Erstaunen, sagt, wie geht das zu? Ihr aber sagtet da wieder, auf und ab, so geht's in der Welt, so geht es uns beiden. Ist es doch also der Lauf. Erniedrigt werden die einen und die anderen erhöht. Nach eines jeglichen Tugend. Aus dem Eimer sprangt ihr und lieft und eilt von dann. Aber ich saß im Brunnen bekümmert und musste den Tag lang harren und Schläge genug am selbigen Abend erdulden.
ehe ich entkam. Es traten zum Brunnen einige Bauern. Sie bemerkten mich da. Von grimmigem Hunger gepeinigt, saß ich in Trauer und Angst. Erbärmlich war mir zumute. Untereinander sprachen die Bauern. Da, sieh nur im Eimer, sitzt da unten der Feind, der unsere Schafe vermindert? Hol ihn herauf, versetzte der eine. Ich halte mich fertig und empfang ihm am Rand. Er soll uns die Lämmer bezahlen. Wie er mich aber empfing, das war ein Jammer. Es fielen Schläg auf Schläge mir über den Pelz. Ich hatte mein Leben keinen traurigeren Tag. Und kaum entrann ich dem Tode. Reineke sagte darauf, bedenkt genauer die Folgen, und ihr findet gewiss, wie heilsam die Schläge gewesen. Ich für meine Person mag lieber dergleichen entbehren, und wie die Sache stand, so musste wohl eines von beiden sich mit den Schlägen beladen. Wir konnten zugleich nicht entgehen. Wenn ihr es euch merkt, so nutzt es euch wohl, und künftig vertraut ihr keinem so leicht in ähnlichen Fällen. Die Welt ist voll Schalkheit. Ja, versetzte der Wolf, was braucht es weiter Beweise? Niemand verletzte mich mehr als dieser böse Verräter. Eines erzählt ich noch nicht, wie er in Sachsen mich einmal unter das Affengeschlecht zu Schand und Schaden geführt. Er beredete mich, zu einer Höhle zu kriechen, und er wusste voraus, es würde mir Übels begegnen. Wär ich nicht eilig entflohen, ich wär um Augen und Ohren dort gekommen. Er sagte vorher mit gleißenden Worten, seine Frau Muhme finde ich das selbst, er meinte die Äffin, doch es verdroß ihn, dass ich entkam. Er schickte mich tückisch in das abscheuliche Nest. Ich dachte, es wäre die Hölle. Reineke sagte darauf vor allen Herren des Hofes, Isegrim redet verwirrt, er scheint nicht völlig bei Sinn. Von der Äffin will er erzählen, so sag er es deutlich. Drittehalb Jahr sind's her, als nach dem Lande zu Sachsen er mit großem Prassen gezogen, wohin ich ihm folgte. Das ist wahr, das Übrige lügt er. Es waren nicht Affen, Meerkatzen waren's, von welchen er redet, und nimmermehr werd ich dies für meine Muhme erkennen. Martin, der Affe, und Frau Rückennau sind mir verwandt. Sie ehr ich als Muhme, ihn als Vetter, und rühme mich des. Notarius ist er und versteht sich aufs Recht. Doch was von jenen Geschöpfen Isegrim sagt, geschieht mir zum Hohn. Ich hab mit ihnen nichts zu tun, und nie sind's meine Verwandten gewesen, denn sie gleichen dem höllischen Teufel. Und dass ich die Alte damals Muhme geheißen, das tat ich mit gutem Bedachte. Nichts verlor ich dabei, das will ich gerne gestehen. Gut gastierte sie mich, sonst hätte sie mögen ersticken. Seht ihr, Herren, wir hatten den Weg zur Seite gelassen, gingen hinter dem Berg und eine düstere Höhle, tief und lang bemerkten wir da. Es fühlte sich aber Isegrim krank, wie gewöhnlich vor Hunger. Wann hätt ihn auch jemals einer so satt gesehen, dass er zufrieden gewesen? Und ich sagte zu ihm, in dieser Höhle befindet sich Speise für wahrsig genug. Ich zweifle nicht, ihre Bewohner teilen gerne mit uns, was sie haben. Wir kommen gelegen. Isegrim aber versetzte darauf, ich werde mein Oheim unter dem Baume hier warten. Ihr seid in allem geschickter, neue Bekannte zu machen. Und wenn euch Essen gereicht wird, tut mir's zu wissen. So dachte der Schalk, auf meine Gefahr erst abzuwarten, was sich ergebe. Ich aber begab mich in die Höhle hinein, nicht ohne Schauer durchwandert ich den langen und krummen Gang. Er wollte nicht enden. Aber was ich dann fand, den Schrecken, wollt ich um vieles rotes Gold nicht zweimal in meinem Leben erfahren. Welch ein Nest voll hässlicher Tiere,
großer und kleiner. Und die Mutter dabei, ich dachte, es wäre der Teufel. Weit und groß ihr Maul, mit langen hässlichen Zähnen, lange Nägel an Händen und Füßen und hinten ein langer Schwanz an den Rücken gesetzt. So was Abscheuliches habe ich nicht im Leben gesehen. Die schwarzen, leidigen Kinder waren seltsam gebildet, wie lauter junge Gespenster. Gräulich sah sie mich an. Ich dachte, ich wäre von dannen. Größer war sie als Isegrim selbst und einige Kinder fast von gleicher Statur. Im faulen Heue gebettet fand ich die garstige Brut und über beschlabbert bis an die Ohren mit Kot. Es stank in ihrem Reviere, ärger als höllisches Pech. Die reine Wahrheit zu sagen, wenig gefiel es mir da, denn ihrer waren so viele, und ich stand nur allein. Sie zogen greuliche Fratzen. Da besann ich mich denn, und einen Ausweg versuchte ich, grüßte sie schön, ich meinte es nicht so, und wusste so freundlich und bekannt mich zu stellen. »Frau Muhme«, sagte ich zur Alten, »Vettern hieß ich die Kinder und ließ es an Worten nicht fehlen. Spar euch der gnädige Gott auf lange glückliche Zeiten. Sind das eure Kinder? Fürwahr! Ich sollte mich fragen, wie behagen sie mir? Hilf, Himmel, wie sie so lustig, wie sie so schön sind! Man nehme sie alle für Söhne des Königs. Seid mir vielmal gelobt, dass ihr mit würdigen Sprossen mehret unser Geschlecht. Ich freue mich über die Maßen. Glücklich finde ich mich nun, von solchem Ömen zu wissen, denn zu Zeiten der Not bedarf man seiner Verwandten. Als ich ihr so viel Ehre geboten, wiewohl ich es anders meinte, bezeigte sie mir von ihrer Seite desgleichen, hieß mich Oheim und tat so bekannt, so wenig die Närrin auch zu meinem Geschlechte gehört. Doch konnte ich für diesmal gar nicht schaden, sie Muhme zu heißen. Ich schwitzte dazwischen über und über vor Angst, allein sie redete freundlich. »Reineke, werter Verwandter, ich heiß euch schönstens willkommen. Seid ihr auch wohl? Ich bin euch mein ganzes Leben verbunden, dass ihr zu mir gekommen. Ihr lehret kluge Gedanken meine Kinder fortan, dass sie zu Ehren gelangen.« Also hörte ich sie reden, das hatte ich mit wenigen Worten, dass ich sie Muhme genannt und dass ich die Wahrheit geschonet, reichlich verdient. Doch wäre ich so gern im Freien gewesen, aber sie ließ mich nicht fort und sprach, »Ihr dürfet mein Oheim unbewirtet nicht weg, verweilt, lasst euch bedienen.« Und sie brachte mir Speise genug, ich wüsste sie wahrlich jetzt nicht alle zu nennen. Verwundert war ich zum Höchsten, wie sie zu allem gekommen. Von Fischen, Rehen und anderem guten Wildbret, ich speiste davon, es schmeckte mir herrlich. Als ich zu Genüg gegessen, belud sie mich über das alles, brachte ein Stück vom Hirsche getragen, ich sollte es nach Hause zu den Meinigen bringen, und ich empfahl mich zum Besten. »Reineke«, sagte sie noch, »besucht mich öfters. Ich hätte, was sie wollte, versprochen. Ich machte, dass ich herauskam. Lieblich war es nicht da für Augen und Nase. Ich hätte mir den Tod beinahe geholt. Ich suchte zu fliehen, lief behende den Gang bis zu der Öffnung am Baume. Isegrim lag und stöhnte das selbst. Ich sagte, »Wie geht's euch, Oheim?« Er sprach, »Nicht wohl, ich muß vor Hunger verderben.« Ich erbarmte mich seiner und gab ihm den köstlichen Braten, den ich mit mir gebracht. Er aß mit großer Begierde. »Vielen Dank«, erzeigt er mir da, »nun hat er's vergessen.« Als er nun fertig geworden, begann er, »Lasst mich erfahren, wer die Höhle bewohnt. Wie habt ihr es drin gefunden, gut oder schlecht?« Ich sagte ihm darauf die lauteste Wahrheit, unterrichtete ihn wohl. Das Nest sei böse,
Dagegen findet sich drin viel köstliche Speise. Sobald er begehre, seinen Teil zu erhalten, so mög er kecklich hineingehen. Nur vor allem sich hüten, die gerade Wahrheit zu sagen. Soll es euch nach Wünschen ergehen, so spart mir die Wahrheit. Wiederholt ich ihm noch, denn führt sie jemand beständig unklug im Munde, der leidet Verfolgung, wohin er sich wendet. Überall steht er zurück, die anderen werden geladen. Also hieß ich ihn gehen. Ich lehrt ihn, was er auch fände, sollt er reden, was jeglicher gern zu hören begehret, und man wird ihn freundlich empfangen. Das waren die Worte, gnädiger König und Herr, nach meinem besten Gewissen. Aber das Gegenteil tat er hernach, und kriegt er darüber etwas ab, so hab er es auch, er sollte mir folgen. Grau sind seine Zotteln für wahr, doch sucht man die Weisheit nur vergebens dahinter. Es achten solche Gesellen weder Klugheit noch feine Gedanken. Es bleibt dem groben, tölpischen Volke der Wert von aller Weisheit verborgen. Treulich schärft ich ihm ein, die Wahrheit diesmal zu sparen, weiß ich doch selbst, was sich ziemt. Versetzt er trotzig dagegen, und so trabt er die Höhle hinein, da hat er's getroffen. Hinten saß das abscheuliche Weib, er glaubte den Teufel vor sich zu sehen, die Kinder dazu. Da rief er betroffen: »Hilfe, was für abscheuliche Tiere! Sind diese Geschöpfe eure Kinder? Sie scheinen für wahr ein Höllengesindel. Geht, ertränkt sie, das wäre das Beste, damit sich die Brut nicht über die Erde verbreitet. Wenn es die meinigen wären, ich erdrosselte sie. Man finge wahrlich mit ihnen junge Teufel. Man brauchte sie nur in einem Moraste auf das Schiff zu binden. Die garstigen, schmutzigen Rangen. Ja, Mooraffen sollten sie heißen. Da passt der Name.« Eilig versetzte die Mutter und sprach mit zornigen Worten: »Welcher Teufel schickt uns den Boten? Wer hat euch gerufen, hier uns grob zu begegnen? Und meine Kinder, was habt ihr schön oder hässlich mit ihnen zu tun? Soeben verlässt uns Reinicke Fuchs, der erfahrene Mann, der muss es verstehen. Meine Kinder, beteuert er hoch, er finde sie sämtlich schön und sittig, von guter Manier. Er mochte mit Freuden sie für seine Verwandten erkennen. Das hat er uns alles hier an diesem Platz vor einer Stunde versichert. Wenn sie euch nicht wie ihm gefallen, so hat euch wahrhaftig niemand zu kommen gebeten. Das mögt ihr, Isegrim, wissen.« Und er fordert gleich von ihr zu essen und sagte: »Holt herbei, sonst helfe ich euch suchen. Was wollen die Reden weiterhelfen?« Er machte sich daran und wollte gewaltsam ihren Vorrat betasten. Das war ihm übel geraten. Denn sie warf sich über ihn her, zerbiss und zerkratzt ihm mit den Nägeln das Fell und klaut und zerrt ihn gewaltig. Ihre Kinder taten das Gleiche, sie bissen und kramten greulich auf ihn. Da heult er und schrie mit blutigen Wangen, wehrte sich nicht und lief mit hastigen Schritten zur Öffnung. Übel zerbissen sah ich ihn kommen, zerkratzt und die Fetzen hingen herum. Ein Ohr war gespalten und blutig die Nase. Manche Wunde kneipte sie ihm und hatte das Fell ihm garstig zusammengeruckt. Ich fragte ihn, wie er heraustrat: »Habt ihr die Wahrheit gesagt?« Er aber sagte dagegen: »Wie ich's gefunden, so hab ich gesprochen. Die leidige Hexe hat mich übel geschändet. Ich wollte, sie wäre hier außen. Teuer bezahlte sie's mir.« »Was dünkt euch, Reinicke? Habt ihr jemals solche Kinder gesehen? So garstig, so böse?« Da ich's ihr sagte, da war es geschehen. Da fand ich nicht weiter Gnade vor ihr und habe mich übel im Loche befunden. »Seid ihr verrückt?« versetzte ich ihm darauf. »Ich habe es euch anders weislich geheißen. Ich grüß euch zum Schönsten. So solltet ihr sagen. Liebe Muhme, wie geht es mit euch? Wie geht es den liebenartigen Kinderchen?
Ich freue mich sehr, die großen und kleinen Neffen wiederzusehen.« Doch Isegrim sagte dagegen, »Muhme, das Weib zu begrüßen, und Neffen, die hässlichen Kinder? Nehmen sie der Teufel zu sich. Mir graut vor solcher Verwandtschaft. Pfui, ein ganz abscheuliches Pack. Ich sehe sie nicht wieder.« Darum ward er so übel bezahlt. »Nun richtet, Herr König. Sagt er mir recht, ich hab ihn verraten? Er mag es gestehen. Hat die Sache sich nicht, wie ich erzähle, begeben?« Isegrim sprach entschlossen dagegen. »Wir machen wahrhaftig diesen Streit mit Worten nicht aus. Was sollen wir keifen? Recht bleibt Recht. Und wer es auch hat, das zeigt sich am Ende. Trotzig, Reineke, tretet ihr auf. So mögt ihr es haben. Kämpfen wollen wir gegeneinander. Da wird es sich finden. Vieles wisst ihr zu sagen, wie vor der Affenbehausung ich so großen Hunger gelitten und wie er mich damals treulich genährt. Ich wüsste nicht wie. Es war nur ein Knochen, den ihr brachtet. Das Fleisch vermutlich speiset ihr selbst. Wo ihr steht, spottet ihr mein und redet verwegen, meiner Ehre zu nah. Ihr habt mit schändlichen Lügen mich verdächtig gemacht, als hätt ich böse Verschwörung gegen den König im Sinne gehabt und hätte sein Leben ihm zu rauben gewünscht. Ihr aber prahltet dagegen, ihm von Schätzen was vor. Er möchte schwerlich sie finden. Schmählich behandelt ihr mein Weib und sollt es mir büßen. Dieser Sachen klag ich euch an. Ich denke zu kämpfen über Altes und Neues und wiederhole es. Ein Mörder, ein Verräter seid ihr, ein Dieb. Und Leben um Leben wollen wir kämpfen. Es endige nun das Keifen und Schelten. Einen Handschuh biete ich euch an, so wie ihn zu Rechte jeder Fordernde reicht. Ihr mögt ihn zum Pfande behalten, und wir finden uns bald. Der König hat es vernommen, all die Herren haben's gehört. Ich hoffe, sie werden Zeugen sein des rechtlichen Kampfes. Ihr sollt nicht entweichen, bis die Sache sich endlich entscheidet. Dann wollen wir sehen.« Reineke dachte bei sich, »Das geht um Vermögen und Leben. Groß ist er, ich aber bin klein, und könnte es mir diesmal etwa misslingen, so hätten wir alle die listigen Streiche wenig geholfen. Doch warten wir's ab, denn wenn ich's bedenke, bin ich im Vorteil. Verlor er ja schon die vordersten Klauen. Ist der Tor nicht kühler geworden, so soll er am Ende seinen Willen nicht haben. Es koste, was es auch wolle.« Reineke sagte zum Wolfe darauf, »Ihr mögt mir wohl selber ein Verräter, Isegrim, sein, und alle Beschwerden, die ihr auf mich bringen gedenkt, sind alle gelogen. Wollt ihr kämpfen? Ich wag es mit euch und werde nicht wanken. Lange wünschte ich mir das. Hier ist mein Handschuh dagegen.« So empfing der König die Pfänder. Es reichten sie beide kühnlich. Er sagte darauf, »Ihr sollt mir Bürgen bestellen, dass ihr morgen zum Kampfe nicht fehlt. Denn beide Parteien find ich verworren. Wer mag die Reden alle verstehen?« Isegrims Bürgen wurden sogleich der Bär und der Kater, Braun und Hinze. Für Reineken aber verbürgten sich gleichfalls Vetter Moneke, Sohn von Mertenaffen, mit Grimbart. »Reineke«, sagte Frau Rückenau darauf, »nun bleibet gelassen, klug von Sinnen. Es lehrte mein Mann, der jetzt so nach Rom ist, euer Oheim, mich einst ein Gebet. Es hatte dasselben Abt von Schluck aufgesetzt und gab es meinem Gemahle, dem er sich günstig erwies, auf einem Zettel geschrieben. Dieses Gebet, so sagte der Abt, ist heilsam den Männern, die ins Gefecht sich begeben.
Man muss es nüchtern des Morgens überlesen, so bleibt man des Tags von Not und Gefahren völlig befreit, vorm Tode geschützt, vor Schmerzen und Wunden. Tröstet euch, Neffe, damit, ich will es morgen bei Zeiten über euch lesen. So geht ihr getrost und ohne Besorgnis. Liebe Muhme, versetzte der Fuchs, ich danke von Herzen, ich gedenk es euch wieder, doch muss ich mir immer am meisten meiner Sache Gerechtigkeit helfen und meine Gewandtheit. Reinekens Freunde blieben beisammen, die Nacht durch und scheuchten seine Grillen durch muntere Gespräche. Frau Rückenau aber war vor allen besorgt und geschäftig. Sie ließ ihn behende zwischen Kopf und Schwanz und Brust und Bauch bescheren und mit Fett und Öle bestreichen. Es zeigte sich aber Reineke fett und rund und wohl zu Fuße. Daneben sprach sie, »Höret mich an, bedenket, was ihr zu tun habt. Höret den Rat, verständiger Freunde, das hilft euch am besten. Trinket nur brav und haltet das Wasser, und kommt ihr des Morgens in den Kreis, so macht es gescheit, benetzt den rauen Wedel über und über und sucht den Gegner zu treffen. Könnt ihr die Augen ihm salben, so ist's am besten geraten. Sein Gesicht verdunkelt sich gleich. Es kommt euch zustatten und ihn hindert es sehr. Auch müsst ihr anfangs euch furchtsam stellen und gegen den Wind mit flüchtigen Füßen entweichen. Wenn er euch folget, erregt nur den Staub, auf dass ihr die Augen ihm mit Unrat und Sande verschließt. Dann springt zur Seite, passt auf jede Bewegung und wenn er die Augen sich auswischt, nehmt des Vorteils Gewahr und salbt ihm aufs Neue die Augen mit dem ätzenden Wasser, damit er völlig erblinde, nicht mehr wisse, wo aus noch ein und der Sieg euch verbleibe. Lieber Neffe, schlaft nur ein wenig, wir wollen euch wecken, wenn es Zeit ist. Doch will ich sogleich die heiligen Worte über euch lesen, von welchen ich sprach, auf dass ich euch stärke. Und sie legt ihm die Hand aufs Haupt und sagt die Worte, Ne Christ, ne Gibaul, geit sum, na ment flie, dut na mein tedachs. Nun Glück auf! Nun seid ihr verwahrt. Das Nämliche sagte Oheim Grimbart. Dann führten sie ihn und legten ihn schlafen. Ruhig schlief er. Die Sonne ging auf, da kamen die Otter und der Dachs, den Vetter zu wecken. Sie grüßten ihn freundlich und sie sagten, »Bereitet euch wohl!« Da brachte die Otter eine junge Ente hervor und reichte sie ihm, sagend, »Esst, ich habe sie euch mit manchem Sprunge gewonnen. An dem Damme bei Hühnerbrot lasst euch belieben, mein Vetter.« »Gutes Handgeld ist das«, versetzte Reineke munter. »Sowas verschmäh ich nicht leicht. Das möge Gott euch vergelten, dass ihr meiner gedenkt.« Er ließ das Essen sich schmecken und das Trinken dazu und ging mit seinen Verwandten in den Kreis auf den ebenen Sand. Da sollte man kämpfen.